Und? Haben Sie sich entschieden? Wofür? Für eine Ansichtskarte. Ah. Naja, nachdem ich dieses Chaos angerichtet hatte, wollte ich wenigstens eine kaufen. Und wem schicken Sie die? Ihrer Freundin? Die gehen ja auf ihr Ziel los wie ein angeschossener Wasserbüffel. Ich erinnere Sie also an einen Büffel. Nein, ganz und gar nicht. Sie sind Jäger? Ja. Komisch. Ich dachte immer, Jäger sind müde alte Männer, die aus Langeweile töten. Aus Langeweile macht man oft Dummheiten. Warum sind Sie so besorgt um mich? Also hören Sie mal. Sie sind gerade in einen Ansichtskartenständer gerannt. Sie sind eine Gefahr für sich selbst. Ich fürchte, ich blicke der Gefahr gerade direkt ins Auge. Come fly with me, let's fly away. If you can use some extra goods, that's fine. Und wo ist Ihr Vater? Geschäfte, wie immer. Let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down. In Limerland, there won't be then, that's it, would it float for you? Come fly with me. Let's take off in the blue. Once I get you. Sie sind ein verwöhnter Sohn aus gutem Hause. Mit reichlich Taschengeld. Jemand, der die Geschäftsreise seines Vaters zum Vorwand nimmt, um sich in Europa ein bisschen zu amüsieren. Ist das schmeichelhaft? Aber die Wahrheit. Ja. Was machst du? Schau mal. Es heißt Episode. Trauriger Name.
Wie findest du's? Puh. Gehen wir aus? Es ist fast Mitternacht. Ach so. Was soll denn das werden? Ich habe da so eine Idee. Frisst du dich ja um? Oder Bär? Übrigens ein Cabernet Sauvignon vom Kap der Guten Hoffnung. Mm. Da haben wir nämlich unsere Weingüter. Cheers. Cheers. Ganz in der Nähe war auch meine Universität. Stellenbosch. Hab Jura studiert. Unter den strengen Augen meines Vaters. Ist er sehr streng? Er ist wie ein Vulkan. Hätte sie nur leben sollen, als ich dem dritten Semester von der Universität weg bin. Der Kronprinz scheint mir ein wenig labil zu sein. Mein Vater würde dir zustimmen. Du kennst dich gut aus mit Männern. Ich bin ziemlich viel rumgekommen in den letzten Jahren. Herr Krüger? Ja? Ein Anruf für Sie.
Was jetzt? Danke. Ja? Ja. Ja, gut, ich komme. Ja. Ja, natürlich. Tut mir leid. Das war ein wunderschöner Abend, Chris. Danke.